Da würde ich fast sagen, ich probiere jetzt einfach mal den V8. Obwohl, was gibt es da sonst noch so für Was? Autos? Das eine oder andere gibt's da wohl. Ja, ich habe die alle, glaube ich, Wie noch fahr den nicht. Ginetta? Wie fahr den Ginetta? Keiner von euch fährt den, also fahr ich den. Ich fahre den V8, weil den fahre ich in der Karriere Ich habe und der mit ist schön. keinem von den Wagen Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Karriere bin ich erst mit den Karts noch beschäftigt. Ja, wenn man den Karts anfängt, ich finde, also die normalen Karts finde ich gehen gut, da kommt man schnell durch, aber die Supercards fand ich echt nicht so angenehm. Supercard bin ich bisher nur einmal so just for fun Nordschleife gefahren. War ganz lustig. So, haben wir jetzt alle die Fahrzeuge ausgewählt? Ja, komm. Ist eh alles ins Leere, nur mal Leber so nimmt gerade diesmal noch. den BMW. Ja, ich finde die Supercard, das Problem bei denen ist, wenn man wirklich 1 mm von der Strecke abkommt, dann ziehen die sofort extrem rüber, weil die dann so ausgebremst werden. Nein! Was? Gegangen. Was, nein? Ist ausgegangen. Ah, ehrlich. Roger Cars oder was? Ja, ich habe irgendwie so einen Bug, dass es zwischendurch mal so. Okay. Komisch. Okay. Ja, den einen oder anderen Bug hat das Spiel ja durchaus noch. Haben wir eben gesehen bei mir. Lieber Bus, fahr. Boah! Wir sind mit da hinten reingefahren. Wow, nee, guten! Ja. Wo seid ihr denn da hin? Was macht ihr da? Ich meine, ich bin jetzt Irgendjemand ist mir stark reingefahren da. und ich habe mich dann gedreht. Ob die Geschehnisse da wohl in einer Kausalkette aufzulösen sind, ist fraglich. Da ist herausgeflogen. Aber wenigstens hat eben mein Traps Probleme gemacht. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Das kommt Spawner, in du der bist Regel nur jetzt einmal ganz vor, raus, noch ne? Session Probleme. Wer ist ganz raus? Spawner, ne? Ja. Ja, bei mir hat sich das Spiel verabschiedet. Ja, Na gut. deswegen, Und bei mir wir das jetzt hier Hack. so viel Gas geben, wie es nur geht, damit wir das Ganze so schnell über die Bühne gezogen bekommen, wie es nur geht. Jo, kein Stress. Dann bist du Aber wieder Ausschussleben Erster. ist ja doch eine echt kurze Strecke und eigentlich auch nicht sonderlich schwer. Strecke geschnitten! Ausschussleben bin ich da auch noch nie gefahren. Ich habe Also du bist eben anscheinend noch nie eine Strecke GTR gefahren. geschnitten. Eigentlich bin ich die ganze Zeit nur Nordschleife. Hier. Snettern, Donington und Le Mans gefahren. Zumindest hier im Ich finde, Spiel. dass die das. Was findest du? Die Road B, dafür, dass es halt eigentlich doch schon Sportfahrzeuge sind, Sportautos sind, doch ziemlich schwammig zu fahren sind, ne? Auf jeden Fall. Ja, die fahren sich echt nicht schön. Auf der Nordschleife merkt man das extrem, da schwimmen die dann immer durch die Gegend und vor allem jetzt den Audi fand ich beim Anbremsen gar nicht so bei hohen Geschwindigkeiten. Der AMG war aber auch beim Anbremsen, vor allem wenn du von 280 runterbremst, ziemlich heftig. Da kann Und ich bist natürlich du? schlecht beurteilen. Bei Beschäftige Mercedes mich war eher mit den jetzt. GT3 Autos, die machen mir mehr Spaß. Bei Mercedes war eher das schlimme Kurvenverhalten, du lenkst ein. Halt einfach. Ja, die waren extrem schwammig. Da machten die Road C mehr Spaß. Zumindest der 1er BMW. Oh, wessen. Wo seid ihr gerade? Auf welcher Position? 12. Achte. Leber ist noch irgendwo im vorderen Feld, aber ich sag noch. Irgendjemand hatte da auf jeden Fall Spaß mit Pöllern, würde ich mal sagen. Beziehungsweise damit die umzurasieren. Wurden, warst du das? Weiß es nicht, kann sein. Ich habe vorhin ordentlich einen Abflug mal gebaut. Nein! Abflug! Kann man disqualifiziert werden? Ja. Ja. Ich habe nämlich schon dreimal Tempostrafe. Okay. Na,
Nein, die GT4-Wagen fahren sich schön. Also vor allem der 1, den mag ich. Alter! Unten darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja. Jo, du hast mich angeditscht! Ach, du bist reingezogen. Ein bisschen weniger auf die Ideallinie, auf die Farben, sondern schau mal, von der Kurve wird der Belag nochmal dunkel. Da fängst du das Bremsen an. Ja, probieren wir mal. Bisschen sehr spät. Und Leber hat mich natürlich gecrashed. Der gute Huhn braucht wieder seinen Formel 1 Wagen, dann ist er wieder zufrieden. Dann nur die allseits bekannten Strecken. Ja. Hockenheim. Nürburgring. Ja, wobei 15er. Wobei Oschersleben, mir fällt auch kein Rennspiel ein, was diese Strecke hat. Außer Project Cars. Wahrscheinlich noch Race Room oder wie das heißt, ne? Das spiele ich nicht. iRacing. Die ganzen alten Simbin-Spieler hatten das, hatten die auch. Also, Dings hier, Sascha, wie heißt das denn? Race hatte ich auch Ausschuss. GTR. Ja, GTR 1, 2, GTR Evo. In GTR 1 habe ich die Strecke gesuchtet wie nichts. Ja, ich habe eine Zeit lang ziemlich viel Airfactor gespielt. Ja. Das Witzige ist, in GTR 1 habe ich die mit so einem Flugzeugcontroller gefahren. Total ruhig! Das ging also total gut! dann in DTM Race Driver, weil es noch von Codemasters gab, die Strecke. Ja, das kenne ich auch, habe ich auch gespielt. Ja, das ist relativ früh noch in meiner Kindheit, deswegen erinnere ich mich noch an den dritten Teil. Habe ich auch damals viel gespielt. Ich war es im Grid Autosport auch drin? Ich glaube nicht, ne? Grid Autosport habe ich nicht gespielt, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, da waren mehr fiktive Events weg. Ja. Gar nicht so lange her, dass ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, Grid hat mich nach dem ersten Teil nicht mehr angesprochen. Den ersten Teil fand ich noch schön, der hat mir Spaß gemacht, aber den zweiten so gar nicht. Und dann Autosport habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr reingeguckt. Aber was ich bei Grid damals echt fasziniert ist erstens die Grafik und zweitens die Performance. Ja, das lief super. Derzeit noch einen relativ schlechten PC, aber Grid lief gleich zu anderen Spielen, die derzeit rausgekommen sind. Ja. Und ich muss sagen, ich fand den Karrieremodus gut aufgezogen mit dem Management und Sponsoren, ja. Anderer Teamfahrer und so, das war echt schön da. Und sich schön drin versenken. Da waren ja auch viele schöne verschiedene Klassen drin und Driften und so. War mal eine schöne Abwechslung zu Need for Speed. Ja, da bin ich ja jetzt auf das Underground 3 mal gespannt. Ja, mal gucken. Wieder verkacken oder ob was draus wird. Na, muss man sehen. Ja, so ein riesen Need for Speed Fan bin ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich habe mich auch lange nicht mehr da mit beschäftigt. Sag mal, das letzte Most Wanted, was sie da rausgebracht haben, das war ja unter aller Sau. Aber das habe ich nur ganz kurz ein halbes Jahr später oder ein Jahr später im Online-Modus gespielt und sonst gar nicht. Dann direkt. Obwohl, nee, da hatte ich gar nicht die DLCs. Welchen Spiel hatte ich mir dann direkt alle DLCs geholt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, bei Need for Speed war bis Pro Street in Ordnung, aber alles was danach kam war irgendwie... Pro Street fand ich auch jetzt nicht auch so super. Boah, ich Obwohl das war das mit Viertelmeilenrennen und so, ne? Ja, da war wirklich eine Menge Variation drin und Driften und so und auch das Tuning war nicht schlecht. Und... Ja gut, der Karrieremodus war halt auch mal was anderes mit den verschiedenen Kings und so. Ja. Es war auch mal wieder was anderes, es war eine gute Idee, mir hat's gefallen. Vielen Dank, weil die wollten eher die Straßenrennen haben. Ja, aber wobei ich fand, das ist immer wieder das gleiche und ja. Also ich fand Pro Street eigentlich dann, war eine schöne Abwechslung. Also im Nachhinein, Pro Street war eigentlich ganz cool, nur das Garagen,
Ja, Design mochte ich da überhaupt nicht. Da war ja immer so eine Art Ausstellungsraum, so ein großer. Obwohl, das so, haben sie danach eigentlich bei allen Spielen so ähnlich gemacht. Also der BMW, der da gerade, den ich fast nur überrundet hätte, ist glaube ich die Leberwurst, oder? Ja, das Leber. Leber spricht heute nicht mehr mit uns. Oh, ich glaub's auch. Oh, ich hatte mein Mikrofon gemutet. Ah. Leber grad! Also ich fänd's schön, wenn man noch ein bisschen, wenn man dann einfach mal so durch die Kameraperspektiven der anderen Fahrer durchswitchen könnte, das fände ich noch schöner. Weil so muss man sich ja mal selbst zu gucken, wie ich meine, ich bin auf der Ehrenrunde und kick dich da fast von der Strecke runter. Nee, ich habe in der ersten Kurve bin ich rausgeflogen, also abgeflogen, wieder auf die Straße gefahren, habe eine Tempolimitstrafe von 46 Sekunden bekommen. Und da hat Miggel mich dann überholt. Leberstyle. Was zum Teufel? Sonst wäre ich vor Miggel wahrscheinlich noch. Ja, das sind ja Ausreden, 46 Sekunden. Sag für den Videobeweis. So. Das müssen aber eigentlich dann so gut wie alle im Ziel sein, eigentlich nur Leber, oder? Ja, also ich bin schon im Ziel. Ja gut, weil ich fahr schon eine Box. Ich habe ja quasi das interne Duell mit Platz 2 abgeschlossen, obwohl ich mega scheiße war. Echt? Du bist Zweiter geworden? Ja, von uns vier. Du bist vier. Auf Nordschleife schon in die Box, wenn einer noch auf Strecke ist. Ach so, okay, das interne. Ach so, okay, verstehe, das interne Duell, okay, verstehe. Ja, du hast mit Abstand gewonnen, tolles Rennen, ja, wunderbar. Ja, ich bin Abstand verloren. So, dann erhebe ich mich mal eben hier von meinem Racing Seat. Mal eben wieder zum Aufnahmeknopf und dann sieht man sich. Oh, viel Spaß bei diesem Spaziergang. Ja, komm. Ist heute eine etwas kürzere Folge, glaube ich, aber naja. Muss es auch mal geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Na gut, die anderen wollen nicht Tschüss sagen, dann ist das auch gut. Servus. Also ich hätte ja mal Bock, Nürburgring Nordschleife mit Formula Golf. Nee. Könnte lustig sein. Also wenn Nordschleife, dann GT3. Nee. Formula Golf hört sich gut an. Oder man könnte mal den Cirque de la Sarthe fahren. Ja, aber... Le Mans mit LMP? Ja. Le Mans mit LMP, ja. Ja. Das klingt nicht schlecht. Das klingt auch nicht schlecht. Ist halt... Prototyp. Das muss einfach in jedem... Aber ich würde sagen, auf der langen Strecke machen wir dann lieber 4 Runden. Ja, 3 Minuten sind das ungefähr. Also 3,5 sind das pro Runde dann. Der Circuit... Der ist 24 heures, du Manns. Ja, ich weiß, ich bin super im Französischen. Ja, ich würde da gerne Safety Car fahren. Mal gucken, ob mein Spiel jetzt will. Oder Medical Car. Jetzt die Frage, Marek oder RWD ist die Frage. Warte, Mann. Achso, du hast schon aufgemacht? Ja, es ist schon offen. Nehme ich wie immer den Audi oder nehme ich mal was anderes? Also der Audi ist auf jeden Fall ein Siegertyp, ne? Ja. Nimm mal den C9, der ballert. Im Chat unterwegs, der arme S. Ja. Nur noch Always Ach, On ich, ist ich die größte Frechheit. R8. Ja, das stimmt natürlich. Always On ist nicht immer, ist nicht schön. Und nee, ja, Grid ist eines der besten Rennspiele, sagt hier der Twisterado. Also ja, war auf jeden Fall auch... Das erste war cool. Also auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsrennspiele mitunter. So, dann gehen wir auch mal wieder in die Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Project Cars im Multiplayer, beziehungsweise hier im mit dabei wieder die vier vom letzten Mal. Hoffentlich heute auch mal alle im Rennen beteiligt. Mhm. Ja, bestimmt. Schauen wir mal. Soll vielleicht auch den LMP1 nehmen und nicht den LMP2. Sonst bin ich da nicht so ganz konkurrenzfähig. Da fehlen mir dann ein paar Pferdestärken. So zwei so ungefähr, ne? Oh, Miguel will's mit dem Oldtimer versuchen, okay. Echt, warte, nimm schon. Ja. Ja, gut, ist egal. Dann wird's sauber C9, da muss der Alte auch mal herhalten. Ja, Marek und RWD sind ja, habe ich mich ja mal ein bisschen eingelesen, das sind ja Eigenkreationen quasi der Community. Ah, okay.
Damit der 18 auch mal ein bisschen Konkurrenz hat. Jetzt wird es bei mir interessant, ich bin noch nie LMP1 gefahren und noch nie Limon in dem Spiel. Aber die, also die Strecke bin ich schon ein paar Mal gefahren, aber den Wagen noch gar nicht. Einmal den R8 hier. Das ist aber die neue Streckenvariante mit Schikanen. Will ich die nur neue, anmerken. Die es auch schon seit zig Jahren gibt. Irgendwer war da aber ziemlich früh unterwegs. Ja, ich glaube, das war eigentlich auf die Sekunde genau, glaube ich. Weil es war grün. Man muss doch nicht warten, bis das Grüne weggeht, oder? Nee, sobald grün ist, kannst du fahren. Ich habe den halt Drehzahl gegeben und als er auf grün sprang, Gang eingelegt. Und der ging ordentlich vorwärts. Ja, du musst Kupplung kommen lassen. Nö. Bei dem Wagen ist nicht viel damit, glaube ich, oder? Doch, die haben Kupplung. Ja, eine Kupplung haben sie so oder so. Die Frage ist, wieso betätig ist. Also da hast du auf jeden Fall mal einen Satz Reifen durchgequalmt. Oh ja. Da bin ich aus einem mir nicht so ganz erfindlichen Grund abgeflogen, aber das kann vielleicht. Ich glaube, deine Linie sah von hinten etwas kreativ aus. Ich glaube, mein Kers ist ausgefallen, so wie es aussieht. Dein Kers? Ja, mein Kers ist ausgefallen. Hast recht, ich habe auch keinen Balken. Dann würde ich sagen, who cares, ne? Du Philosoph. Aber jetzt sind wir auch alle an Bord, ne? Ja. Können wir nicht die alte Streckenführung fahren? Ne, da heben wir hier noch ab. Ja. Außerdem ist das langweilig mit der Übersetzung. Lieber, denk dran, du kannst die Schikane nicht schneiden. So, jetzt sind wir fast genau nebeneinander. Okay, jetzt zieht er wieder vor. Das war eine Zeit lang immer meine. Da hatte ich so 8-9 Leute im PSN, wo man hier mit gespielt hat, ohne Schikane. Und dann haben wir immer Dreckrennen gemacht, weil sie komplett gerade runter. An der anderen Seite voll in die Leitplanke geknallt. Wer als erstes da reingeknallt hat, hat halt gewonnen. Und dann umgedreht und wieder zurück. War ja, schon ganz witzig. Gut, dass es keinen Schadensmodell gibt, ne? Gab es ja, aber nur optisch. Ich würde sagen, die KI, die ist zum Kotzen im Spiel. Ja. Die fällt einem auch einfach mal hinten drauf. Jo. Ja. In allen anderen Spielen wird die immer einen Bogen um einen machen. Oder bleibt auch eiskalt auf der Ideallinie. Und hier immer rein da. Oder wenn es nicht drehst, fahren die einfach...